Ich denke, die meisten von euch waren schon mal im Creative-Menü und ihr habt mit Sicherheit durch euer Inventar gescrollt und dort die vielen Blöcke und Items gesehen, die es alle so in Minecraft gibt. Doch ich denke, die wenigsten von euch ist aufgefallen, dass wenn ihr bei den Slabs angekommen seid, dass ein Slab dort zweimal vorkommt. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich nur den normalen Oak Slab. Doch kennt ihr auch seinen Vorgänger, den Petrified Oak Slab? Und wisst ihr, wieso dieser Block eigentlich ein Stein ist? Das ist die Geschichte vom Petrified Oak Slab. Um euch die ganze Story dahinter erzählen zu können, müssen wir 10 Jahre in die Vergangenheit reisen. Genauer gesagt zum 22. Februar 2011. An diesem Tag wurde die neue Minecraft-Version 1.3 released und es wurden Redstone Repeater, Betten, der Whitelist Command und das Burning Sky Gemälde zum Spiel hinzugefügt. Doch es wurden noch 3 neue Blöcke zum Spiel hinzugefügt, die es in dieser Form so noch nicht gab. Der Cobblestone Slab, der Sandstone Slab und der Wooden Slab. Vor der Version 1.12 hatte jeder Block noch eine eigene Nummer-ID. Die Nummer 1 war zum Beispiel Stone, die 4 war Cobblestone und die Nummer 44 war der Stone Slab. Allerdings entschied sich Notch damals dazu, die Slabs alle unter der ID 44 laufen zu lassen. 44 war der normale Stone Slab. 44.1 war der Sandstone Slab und die 44.2 war der Wooden Slab. Nun, jetzt gab es ein kleines Problem. Jede ID steht nicht nur für den eigenen Block, sondern auch für eigene Eigenschaften. Somit hatte der Wooden Slab dieselben Eigenschaften wie der Stone Slab und wie der Sandstone Slab. Man konnte diesen Block nur mit einer Pickaxe abbauen, er konnte nicht angezündet werden und er war deutlich explosionssicherer als normale Holzblöcke. Ein Jahr später wurde dann die Version 1.3.1 released und neue Slabs für jede Baumart wurden hinzugefügt. Ebenfalls bekamen die Slabs eine eigene ID, und zwar die Nummer 126. Damit man aber seine Welt ohne Probleme updaten konnte, ohne dass danach Blöcke fehlten, entschied man sich, den Wooden Slab mit der ID 44.2 zu behalten. Allerdings konnte man diesen Block nun nicht mehr craften und mit den neuen Slabs auch nicht stacken. Und somit blieb der Block vorerst im Spiel. Im Jahr 2017 wurde dann die Version 1.12 released. Eine Version, in der die Blöcke nicht nur Nummern-IDs hatten, sondern auch eigene ID-Namen bekamen. Somit standen die Entwickler von Minecraft wieder vor der Wahl, diesen Block zu entfernen oder diesen einen neuen, eigenen Namen zu geben. Nach langem Überlegen entschied man sich aber, diesen Block zu behalten, und er bekam den Namen Petrified Oak Slab, zu Deutsch versteinerte Eichenholzstufe. Ob dieser Block jemals aus diesem Spiel entfernt wird, ist noch unklar. Doch solange dieser Block nicht aus dem Spiel entfernt wird, können wir diesen Block weiterhin im Creative Menü finden und er wird uns weiterhin an die Anfangszeiten von Minecraft erinnern. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos dieser Art sehen wollt, dann lasst euch gerne ein Like und ein Abo da. Und schreibt Vorschläge in die Kommentare, worüber ich noch ein Video machen sollte. Bis dahin aber, tschüss.